Ja, wir sprechen heute mit Hajo Funke. Er ist Politikwissenschaftler und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den verschiedenen Formen des Rechtsextremismus in Deutschland. Herr Funke, ist die AfD eine rechtsextreme Partei? Also wir haben ja das Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz vom Anfang des letzten Jahres. Da ging es zwar vor allem um Flügelleute, aber nicht nur. Und da wurde sehr genau rekonstruiert, inwiefern die Äußerungen, und zwar gehäuft, relevanter Parteivertreter sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gewandt haben, rassistisch waren, ethnonationalistisch. Und vor diesem Hintergrund sage ich, dass die AfD in weiten Teilen rechtsextrem ist und von rechtsextremen Parteivertretern dominiert wird. Wie ist das Zusammenspiel zwischen verschwörungsideologischen Corona-Demonstrationen und der AfD? Das Zusammenspiel funktioniert nicht so gut, wie die AfD das gerne hätte, denn die Verschwörungsideologen, die auf Anti-Corona-Demonstrationen teilnehmen, sind selber sehr unterschiedlich. Aber in dem Verschwörungsideologischen haben sie eine Gemeinsamkeit. Sie sagen, dass es entweder die Juden sind, die das Ganze veranstaltet haben, oder Bill Gates, und man ihnen sozusagen was in den Kopf drücken will und sonstige unsinnige Vorstellungen. Und das passt gut zu den oft antisemitischen Verschwörungsideologien, die in der AfD breit vertreten sind. Allerdings, sie schaffen es nicht, so wie die AfD schafft es nicht, so wie in der Flüchtlingsdebatte, jetzt sozusagen da vorzugeben und dominant zu sein. Dazu ist sie inzwischen durch die internen Streitigkeiten und die abnehmende Attraktivität zu schwach geworden. Ist die AfD mit den Anschlägen wie in Kassel oder Halle oder Hanau in Verbindung zu bringen? Die Verbindung zum Mord an Walter Lübcke ist sehr klar. Der Mitbeschuldigte Markus H., vor allem aber der mutmaßliche Mörder Stefan E., waren auf einer entscheidenden Demonstration, in der die AfD zusammen mit solchen Rechtsextremen wie diesen beiden am 1. September 2018 in Chemnitz demonstriert haben und gesagt haben, wir gehören zusammen. Und das war ein ermutigendes Zeichen. Und es gibt viele andere Hinweise, zum Beispiel, dass Stefan Ernst Mitglied an Aktivitäten der AfD teilgenommen hat. Die beiden anderen Attentate, die können indirekt in Kontext der AfD gerückt werden. Sie hat gehetzt, die Partei hat gehetzt gegen diejenigen, die dann Opfer von Anschlägen wurden. Und es ist inzwischen sehr klar, dass ohne diese Hetze womöglich weder das eine noch das andere noch das dritte stattgefunden hätte. Sollte die AfD als Gesamtpartei vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Also wenn der Verfassungsschutz so gut ist wie in diesem Gutachten, dann ist es sinnvoll. Denn diese Partei ist in ihrer Kritik an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und in ihren Vorstellungen für eine andere Republik beobachtbar, ja eigentlich sogar verbietbar. Was sagen Sie, wie geht es Ihrer Einschätzung nach weiter mit der Partei, mit der AfD? Der Zauber der AfD, immer radikaler, immer stärker, immer mehr im Parlament und in der Öffentlichkeit, und alle Medien zucken oder reagieren und alle demokratischen Parteien sind besorgt, dieser Zauber ist vorbei. Das liegt daran, dass sie sich selbst zerlegen, dank Meuten, einem womöglich einmal Totengräber der Partei zu nennen,
dank der Erkenntnis in der Öffentlichkeit, dass die Attentate und die vermehrte Gewalt zu tun hat mit der Hetze, die jahrelang von der AfD betrieben worden ist gegenüber Flüchtlingen und Minoritäten. Und dass schließlich sie selbst in den Umfragen sehr nachgelassen hat, aus guten Gründen, dank einer demokratischen Aufmerksamkeit des Großteils unserer Bevölkerung. Was sagen Sie, wie kann die Zivilgesellschaft, wie kann jeder Einzelne von uns dazu beitragen, dass diese Stimmung der Hetze, die in den letzten Jahren entstanden ist, sich wieder wendet? Da kann jeder beitragen, indem man auf die, die bedroht werden könnten, zugeht, im Bus, in der Straßenbahn, in NGOs, in Initiativen, und man diese Menschen, wir diese Menschen in die Mitte nehmen. Und das zivilcouragiert tun, das macht Spaß. Vielen Dank, Herr Funke. Gerne.